Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist dieses Mal vieles anders. Alles steht im Zeichen der Pandemie. Es gelten strenge Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Trotzdem wird den Athleten im Olympischen Dorf einiges geboten. Wie sie ihre Freizeit zwischen den Wettkämpfen verbringen, teilen einige vor allem auf TikTok. Unter dem Hashtag Olympic Village zeigen sie, wie es hinter den Kulissen der Wettkämpfe aussieht. Kanufahrer David Lorente probiert sich durch die japanische Speisekarte. Und die amerikanische Rugby-Spielerin Ilona Marr zeigt in Rekordgeschwindigkeit das komplizierte Abfallsystem in der Olympic Dining Hall, wo die Athleten essen. Um im Dorf von A nach B zu kommen, stehen den Sportlern Fahrräder zur Verfügung. Oder sie nehmen einfach einen selbstfahrenden Bus, wie diese beiden britischen Ruderinnen. Praktisch im Sprinttempo führt Rugby-Spieler Cody Melfi seine Follower durchs Dorf. Der Amerikaner zeigt unter anderem das Fitnessstudio und das Entertainment Center, in dem sich die Athleten mit Tischtennis, Videospielen oder dem Schauen der Wettkämpfe die Zeit vertreiben. Im Plaza können die Olympioniken sich treffen, im Fanshop Andenken kaufen, Briefe verschicken oder sich kostenlos die Nägel oder Haare machen lassen. Turmspringer Tom Daly verbrachte die Zeit zwischen seinen Wettkämpfen mit seinem Lieblingshobby Stricken. Den fertigen Cardigan will der Brite nun für wohltätige Zwecke versteigern. Viel Zeit verbringen die Sportler aber auch in ihren Zimmern. Hier stehen die berühmt-berüchtigten Pappbetten, die von einigen Sportlern bereits aufs Härteste getestet wurden. 2 Wochen nach Beginn der Spiele sieht das Bett dieses australischen Turmspringers nicht mehr ganz so stabil aus. Zeit also, dass die Athleten mit ihren Medaillen wieder nach Hause zurückkehren.